Hallo, hier ist Matthias von Stegmann, die erste Stimme von Tuxedo Mask. Und ich wünsche euch viel Spaß auf der Website von Sailor Moon German. Hey Moonies, herzlich willkommen zum nächsten Sailor Moon German Interview. Heute mit Matthias von Stegmann, der ersten deutschen Stimme von Tuxedo Mask. Herr von Stegmann, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit genommen haben, mit uns das Interview zu machen. Sehr gerne. Schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Eine leichte Frage für den Anfang. Wie sind Sie denn generell zum Synchron und dann zum Dialogbuchschreiben gekommen und eben danach zur Serie Sailor Moon? Naja, also es ist bei mir etwas familiär bedingt. Meine Mutter ist Japanerin und hat früher sehr viel aus dem Japanischen ins Deutsche übersetzt, sogenannte Rohübersetzungen für Synchronisationen angefertigt. Unter anderem für, ich glaube, Biene Maya und Heidi und Vicky, da hat sie so einiges übersetzt und war von daher ein bisschen in den Betrieb eingebunden. Und ich war damals ein Kind, ich war etwa 10 und man hat Kinderstimmen gesucht. Und da bin ich dann zu einem Casting mal eingeladen worden, oder meine Mutter hat mich vorgeschlagen und dann bin ich offensichtlich gut genug gewesen, um genommen zu werden. Und seitdem synchronisiere ich, das ist jetzt 30 Jahre her. Mhm. Und als ich dann so 19, 20 war, das war in der Zeit, das war so Ende der 80er, wo sehr, sehr viel zu tun war, weil die Privatsender gerade neu auf den Markt gekommen waren, also das gab ja alles früher nicht und dadurch gab es unglaublich viel zu synchronisieren und jeder hat sich im Prinzip mal versucht in der Zeit. Und ich habe sehr früh angefangen mit Dialogbuchschreiben, ich glaube mit 19 habe ich dann erstes Dialogbuch geschrieben und mit 20 habe ich dann meine erste Synchronregie geführt. Und das war eben so, in den späten 80ern. Mhm. Und seitdem mache ich das. Mhm. Zur Serie Sailor Moon, wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe den Auftrag bekommen, die Serie wurde damals synchronisiert, anfänglich synchronisiert von einer Firma namens Plaza Synchron. Mhm. Gibt es diese Firma gibt es heute nicht mehr, die ist also auch mit dem Untergang des Zürich-Imperiums damals doch irgendwie von der Bildfläche verschwunden, mehr oder weniger. Mhm. Aber diese Firma, Plaza Synchron, hatte damals sehr, sehr viel zu tun und ich hatte dort sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel Sitcom haben wir dort gemacht und so weiter und war im Prinzip einer der Stammregisseure dort und der Geschäftsführer der Firma hat sich damals gedacht, naja gut, das ist eine neue Serie, das ist eine japanische Serie noch dazu und ich bin ja halb Japaner und dann habe ich gedacht, da bin ich wahrscheinlich der Richtige dafür und bin an die Serie gekommen damals. Die nächste Frage wäre, damals waren ja Animes in Deutschland noch ziemlich neu. Also Sailor Moon war doch schon eins der ersten richtigen Anime-Serien. Inwieweit kannten Sie sich mit dem Genre schon aus? Mögen Sie Animes? Naja, sagen wir mal so, mit dem Genre als solchen kannte ich mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Das war tatsächlich eigentlich eine der ersten großen Anime-Serien, die in Deutschland kamen. Natürlich kannte man die Ästhetik, also die haben ja so eine bestimmte Ästhetik, die Augen und die Münder und so weiter, kannte man schon von so Serien wie Biene Maya und die Wiki, die ja auch dort produziert wurden in Japan. Mhm. Also der Ästhetik als solcher, aber das war natürlich damals auch, da hat ja ZDF produziert und so weiter, das waren ja damals Serien mit sehr europäischen Themen oder Heidi, um noch eine zu nennen. So gesehen war das schon ein bisschen was Neues. Ich persönlich hatte natürlich bereits damals Japan des Öfteren besucht, aufgrund meiner familiären Umstände, eben Mutter Japanerin, wie ich vorhin schon erwähnte, und ich kannte das, also ich kannte auch das Genre, das heißt, für mich war es jetzt nicht so wahnsinnig neu und naja, also ich bin jetzt vielleicht kein ausgesprochener Anime-Fan, aber grundsätzlich, also Animation als solche zieht sich mein ganzes Leben, ich mache ja unter anderem auch die Simpsons, Family Guy und Futurama im Moment. Und das ist natürlich wieder was anderes, das sind jetzt nicht die klassischen Anime-Sachen, das ist jetzt amerikanische Animation. Aber ich bin eigentlich ein großer Freund der Miyazaki-Filme zum Beispiel, die mag ich sehr, sehr gerne, die großen Kinofilme. Mhm. Also die schätze ich sehr, weil ich die auch wirklich für große Kunstwerke halte. Mhm. Was halten Sie denn generell von der Serie Sailor Moon und den Tuxedo Mask? Werden Sie darauf eigentlich noch angesprochen? Naja, also ich fand es damals sehr unterhaltsam, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich fand es irgendwie sehr erfrischend und es war, wie gesagt, dadurch, dass es ein neues Genre war, auch was anderes in der Arbeit. Tuxedo Mask hat mir natürlich gefallen, das ist ja auch immer so ein bisschen der mysteriöse, geheimnisvolle Held gewesen, der also zunächst mal auch seine Identität ja gar nicht wirklich preisgegeben hat und es hat schon sehr viel Spaß gemacht damals.
Ich werde heute eigentlich nicht mehr so wahnsinnig darauf angesprochen. Man muss ja auch sagen, ich habe ja gar nicht, das werden Sie besser wissen als ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich gemacht habe. Ich glaube, die ersten 22 oder 46, oder? Die ersten 46. Ach, 46. Dann haben wir zwei Staffeln gemacht, sehen Sie. Nein, das war eine Staffel, also die erste Staffel. Okay, also ich weiß, dass es die erste Staffel, das hatte ich noch im Kopf, aber ich wusste nicht, dass die Staffel so viele Folgen hatte. Mhm. Wie gesagt, das ist ja auch schon sehr, sehr lange her mittlerweile. Genau. Und ich bin ja dann, also bin ja dann relativ schnell dort nicht mehr aufgetaucht als Regisseur oder auch als Sprecher. Und von daher, ich glaube, der große Boom kam erst ein bisschen später, nicht genau, wie es anlief. Und da war ich im Prinzip eigentlich ja schon ein Relikt aus der Vergangenheit. Also so gesehen werde ich heute eigentlich nicht mehr darauf angesprochen, mhm, dass ich jetzt seit langer Zeit mal wieder die ersten, die auf mich zukommen. Mhm. Zur damaligen Zeit haben Sie dann eigentlich Fanbrief oder so erhalten? Ich kann mich an, glaube ich, einen Brief oder an zwei Briefe maximal erinnern, aber eigentlich nicht. Also man kann das unter verschwindend gering, glaube ich, abrufen. Aber wie gesagt, das war auch, als wir das gemacht haben und als die ersten Staffeln liefen, war das ja auch noch, glaube ich, beim ZDF damals. Mhm, genau. Und der Boom kam ja eigentlich erst viel später. Mhm. Sie haben auch das Dialogbuch zur ersten Staffel geschrieben. Haben Sie das direkt aus dem Japanischen übersetzt? Also man muss dazu sagen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie viele. Ich habe nur einige wenige Folgen geschrieben. Die Hauptfolgen damals wurden von Hans-Peter Kaufmann geschrieben, dem damals auch die Firma gehörte. Mhm. Als Star-Synchron. Der hat also die den Haupt- und Löwenanteil geschrieben. Und ich kann mich erinnern, dass damals die Dialogbücher alle ins Englische übersetzt waren. Das heißt, man hatte eigentlich eine englische Vorlage. Man hatte zwar das Original mit der japanischen Sprache, hat aber bereits ein ins Englische übersetztes Skript und hat aus diesem Skript herausgearbeitet. Mhm. Das galt Herrn Kaufmann. Ich habe das auch als Arbeitsgrundlage gehabt. Hatte natürlich auch aber natürlich einen sprachlichen Vorteil, weil ich das Original einfach verstanden habe und habe dann also zum Teil, wenn sich die englische Übersetzung mal ein bisschen geirrt hat oder nicht ganz genau war, Sachen auch verändert, auch im Studio dann noch, eben wenn ich gehört habe, dass etwas noch ein bisschen anders gemeint ist, dann habe ich da auf meine japanischen Sprachkenntnisse schon zurückgegriffen und auch zurückgreifen können. Mhm. Sailor Moon ist eine typische Magical Girl Serie, wo sich normale Schulmädchen in schöne Kriegerinnen mit magischen Gegenständen verwandeln. Die deutschen Verwandlungssprüche und Attackensprüche unterscheiden sich vom Original. Grübelt man da als Dialogbuchschreiber lange nach einem typisch guten deutschen Namen oder beschließt man das ganz spontan? Wissen Sie das noch, wer dafür verantwortlich war? Nachdem ich, wie gesagt, diese Sachen müssen ja alle im Prinzip in den allerersten Folgen festgelegt werden. Und die allerersten Folgen hat alle der Herr Kaufmann geschrieben. Und so gesehen hat er auch diese Sprüche, soweit wir denn in der ersten Staffel schon, es kamen ja später noch neue Figuren mit neuen Sprüchen dazu, aber die Figuren, die ja von Anfang an dabei waren, diese Sprüche hat er selber kreiert. Wie er jetzt selber dabei vorgegangen ist, weiß ich nicht. Mhm. Grundsätzlich weiß ich nur, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Serie neu anfange, es gibt immer, wir sprechen da von sogenannten Standards. Also das sind einfach Sprüche, die Figuren haben. Bei den Simpsons gibt es ja auch einige Standards, wo Figuren irgendwelche Sachen sagen. Die muss man irgendwann festlegen und die legt man am Anfang fest. Mhm. Und wenn man sich jetzt in einem Autorenteam befindet, also wenn mehrere Autoren gleichzeitig an so einer Serie arbeitet, dann macht man schon auch mal ein Brainstorming und überlegt sich, was da gut sein könnte. Das kann ein längerer Prozess sein, manche Sachen fallen einem spontan ein. Und in der Regel ist es aber so, dass man solche Standardsätze, man schreibt ja erstmal nur so eine Folge und dann kommt die nächste, dass man solche Standardsätze dann erst entscheidet, nachdem man ein paar Folgen geschrieben hat, weil man erst dann wirklich weiß, ob die funktionieren. Mhm. Wenn man eine Serie beginnt, kriegt man da eigentlich ein Skript über die gesamte Serie und man weiß eigentlich, um was es geht. Denn zum Beispiel, in der ersten Staffel gab es einen homosexuellen Charakter, der aber im Deutschen zu einer Frau umgeschrieben wurde. Lag das am TV-Sender, dem ZDF, oder denkt man sich, oha, für eine Kinderserie schreiben wir es doch besser um? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das, Sie haben mir ja die Fragen vorab auch zugeschickt, ich habe das zu erinnern, ich kann mich selber nicht mehr genau an die Situation erinnern, warum es dazu kam. Mhm. Ich weiß, dass das der Fall war, ich weiß, dass das eine bewusste Entscheidung dann vermutlich von Herrn Kaufmann war. Ich denke, sowas wird natürlich so ein massiver Eingriff, wird in der Regel in der Absprache mit dem Sender getroffen. Ich selber hatte
weil ich nur Regie bei den Sprachaufnahmen geführt habe, mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Mhm. Vermute aber, dass es damals von redaktioneller Seite da unter Umständen Bedenken gegeben haben könnte. Aber das kann ich, wie gesagt, nicht mit Sicherheit sagen, weil die Sache schon so lange her ist und ich selbst damals nicht in den Entscheidungsprozess involviert war. Also kann ich Ihnen leider keine hundertprozentige Antwort darauf geben, aber Ihre Spekulationen sind entstanden. Mhm. Sie sprachen nur in der ersten Staffel den Tuxedo Mask und ab der zweiten Staffel sprach Ihnen der Kollege Dominik Auer. Wieso haben Sie denn in den anderen Staffeln nicht mitsynchronisiert? Naja, es ist so, ich habe damals ja die Regie gemacht, mhm, und die Synchronisation ist damals von einer Firma, also der Sender hat glaube ich auch gewechselt, der Auftraggeber. Genau. Und die Produktion ist von einer Firma, nämlich von der Fasersynchron, weggegangen zu einer anderen. Mhm. Ist jetzt nicht so wichtig, wer das war. Und sagen wir mal so, ich hatte gewisse Bedingungen und Konditionen, zu denen ich gearbeitet habe, sowohl was den zeitlichen Rahmen angeht, als auch sicherlich spielten auch finanzielle Gründe eine große Rolle. Und auf einmal war deutlich weniger Geld für diese Serie da. Mhm. Und die neue Firma war nicht bereit, mir die Gage zu zahlen, die ich am Anfang gekriegt hatte. Und nachdem ich mich nicht billiger machen wollte, habe ich dann gesagt, dann müssen Sie sich leider jemanden anders suchen. Und das galt sowohl für die Regie als auch für die Sprechrolle. Also ich gehörte damals vielleicht schon auch ein bisschen zu den etwas teureren und ich weiß jetzt nicht, ob der neue Sender zu wenig Geld gezahlt hat oder ob die Firma mehr Geld dran verdienen wollte. Ich möchte doch niemandem was unterstellen, aber ich weiß, dass wir uns damals einfach nicht geeinigt haben und ich an der Stelle dann einfach gesagt habe, gut, wenn dem so ist und wenn sie auf mich verzichten wollen und können, ich kann es nur zu den Bedingungen machen und die wurden nicht erfüllt und dann bin ich mehr oder weniger dann zwangsläufig ausgestiegen. Mhm. Sind Sie von Sendungen, an denen Sie beteiligt waren, wie zum Beispiel die Simpsons, Sailor Moon, Boston Legal, selber Fan oder hält sich Ihr Interesse eher in Grenzen, wenn man arbeitstechnisch damit zu tun hat? Das kommt ganz drauf an. Also grundsätzlich ist es so, dass es nicht davon abhängig ist, ob ich eine Serie mag oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob ich an ihr arbeite. Also es gibt Sachen in Produktionen, die haben mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Und ich mochte die Serien und Produktionen dann auch sehr, sehr gerne, obwohl ich so eng mit ihnen zu tun hatte. Manchmal ist es sogar so, dass man erst durch die enge Arbeit an einer Serie, wenn man wirklich merkt, wie toll die dann wirklich konstruiert oder geschrieben ist, ein großer Fan wird. Und manchmal ist es dann so, dass man ja was macht, was einem halt vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber es ist ja auch irgendwo ein Job und ich glaube, dass der Spaßfaktor in unserem Beruf sowieso im Vergleich zu vielen anderen Berufen sehr, sehr hoch ist. Es gibt ja auch genügend Leute, die ins Büro gehen und gerade keine Lust drauf haben. Mhm. Da ist man aber dann professionell genug, das mitzumachen. Aber das eine kann man trotz allem sehr gut vom anderen trennen. In der Regel ist es mittlerweile so, dass ich mir meine Jobs ein bisschen aussuchen kann und das auch mache und eigentlich nur noch Sachen mache, die ich gern mache. Also die Projekte, die ich im Moment bearbeite, sei es jetzt als Autor oder sei es als Regisseur, die mag ich eigentlich alle sehr, sehr gern. Und wenn irgendwas kommt, was mir nicht so gut gefällt, dann mache ich es auch. Mhm. Apropos Jobs, was sind denn Ihre aktuellen Projekte? Also aktuell die Simpsons, da habe ich gerade die 22. Staffel fertig gemacht. Mhm. Ach, die 23. Nee, 23. läuft gerade in Amerika. Da habe ich gerade die 22. Staffel fertig aufgenommen. Also da mache ich Buch und Regie. Mhm. Dann mache ich Family Guy, auch eine Animation, die leider im deutschsprachigen Raum nicht ganz so beliebt ist. Die ist etwas, wie soll ich sagen, ein bisschen vulgärer vielleicht, mhm, ein bisschen politisch unkorrekter als die Simpsons. Ich mag die Serie aber sehr, sehr gern. Family Guy ist in Amerika mittlerweile auch sehr, sehr beliebt. Da habe ich jetzt auch eine, da weiß ich aber, da sind wir immer so durcheinander mit den, also ich bin so durcheinander mit den Staffeln. Ich glaube, da habe ich die neunte oder die achte oder die neunte Season gerade abgeschlossen. Mhm. Und jetzt aktuell sitze ich hier vor meinen beiden Monitoren, auf denen ich arbeite. Und auf der linken Seite habe ich gerade ein Standbild der Folge 714 von Futurama. Also ich schreibe aktuell gerade Futurama, die neue Staffel. Die aktuelle läuft gerade auf ProSieben läuft sie, glaube ich, gerade zur Zeit. Und ich schreibe jetzt gerade die nächsten 13 Folgen, die ich dann
Januar aufnehmen werde. Das sind meine Synchronprojekte. Und nebenbei arbeite ich ja auch noch als Opernregisseur. Das heißt, ich werde im nächsten Jahr 2 Opern inszenieren und muss das natürlich auch noch irgendwie vorbereiten und dann auch proben und dann auch aufführen. Mhm. Eine letzte Frage hätte ich noch. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu den ganzen Sprechern von damals? Zu den meisten habe ich, die Branche ist ja, sagen wir mal, trotz allem sehr überschaubar. Also ich habe zu vielen Kontakt. Mit der Sabine Bullmann habe ich natürlich aufgrund der Simpsons sehr, sehr viel zu tun, denn die spricht ja die Lisa, also kenne ich sehr, sehr gut. Mit der Ines Günther bin ich aus privaten Gründen auch sehr, sehr eng befreundet und habe auch natürlich mit ihr nach wie vor Kontakt. Und ja, also die meisten kennt man natürlich und man sieht sich im Studio und ich habe sie auch alle immer wieder in anderen Produktionen auch besetzt. Mhm. Also eigentlich habe ich, wenn ich jetzt so durchgehe, zu den meisten habe ich Kontakt. Ja. Mhm. Das ist schön. Also weniger privat, sondern hauptsächlich beruflich. Mhm. Aber man kennt sich einfach und wie gesagt, also die Synchronbranche gerade in München ist überschaubar. Es sind jetzt nicht irgendwie so unendlich viele Leute und die meisten sieht man immer wieder mal. Mhm. Okay, das war's. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, kein Problem. Habe ich gern getan. Wenn Ihnen noch weitere Fragen einfallen, können Sie sich ja nochmal melden bei mir. Mhm. Gut zu wissen. Gut. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, ebenfalls. Tschüss. Gut, tschüss.